Wir sollen entweder eine leisere Säge verwenden oder die Sache gehen vor Gericht. Մենք պետք է կամ ավելի անաղմուկ սղոց օգտագործենք, կամ գործը կհասնի դատարան։ Haben Sie gleich eigene Beispiele? Wenn ja, dann bitte schreiben einen Kommentar. Դուք արդեն կարող եք կազմել ձեր սեփական նախադասությունը ընդ վիդայով։ Այդ դեպքում գրեք վիդեոյի մեկնաբանություններում. Diese Video ich übersetze auf Armenisch, weil meine Muttersprache ist Armenisch. Wenn deine Sprache ist andere, bitte schreib mir. Und nächste Video ich mache in deiner Sprache. Entweder gehe ich spazieren oder bleibe ich zu Hause. Ես կամ կգնամ քայլելու, կամ կմնամ տանը. Entweder das oder das. Das ist einfach. Entweder muss ich Arbeit suchen oder bleibe ich arbeitslos. Ես կամ պետք է աշխատանք փնտրեմ, կամ կմնամ գործազուրկ. Wir müssen wählen zwischen etwas und etwas anderes. Es gibt immer zwei Varianten. Man muss sicher etwas entscheiden und muss etwas auswählen. Entweder koche ich zu Hause oder gehe in die Stadt essen. Entweder machen wir Urlaub in die Bergen oder bleiben wir zu Hause. Noch jemand hat ein Beispiel? Dann bitte schreiben einen Kommentar. Entweder muss nicht unbedingt am Anfang stehen oder in die Mitte. Entweder hat keine eigene bestimmte Stelle. Es kann am Anfang sein, es kann auch in die Mitte sein. Nur müssen wir aufmerksam und vorsichtig sein, weil wir stellen entweder und gleich kommt Verb. Entweder und Verb. Verb kommt in zweite Position. Zum Beispiel, entweder koche ich Fleisch oder Fisch. Entweder mache ich die Prüfung oder komme ich wieder zum Kurs. Probleme mit Nachbarn sollte man entweder selbst lösen oder eine neutrale Person um Hilfe bitten. Also, ich hoffe, alle haben verstanden. Wenn ja, stellen bitte ein Like und abonnieren mich. Das ist sehr nett, danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.